Hat der einfach Zähnchen angegriffen? Ich glaube es ja nicht. So, hier benutzt man das Naturpaket. Was finden wir? Zeug. Eberesche. Endlich haben wir eine Eberesche. So, Ferdinand Scalawag. Oh, Geld, Geld. Das Geld liegt auf der Straße. Freundschafts... Was? Beast at Buxton.dd. Kenne ich gar nicht. Entschuldigung. Ich kenne Buxton.dd gar nicht. Ich hoffe, der wird jetzt nicht mich zuspammen, weil ich kenne den gar nicht. Ich weiß nicht mal... Guckt der Let's Plays oder wer ist das? Ach, schade. Jetzt wollte ich gerade den Typen da wegschlagen, weil ich dachte, das wäre ein NPC, also so ein Böser. Oh, da liegt noch Geld. Ach, komm, was soll's? Tschüss! So, ich dachte, ich krieg noch ein bisschen Energie, aber offenbar hat das nicht so gefruchtet. Wieso ist der Heiltrank weg? Habe ich den automatisch getrunken? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Heiltrank gar nicht trinken. Habe ich gar nicht bemerkt, dass ich den aus Versehen ausgesuppelt habe. Ich brauche unbedingt... Ich brauche unbedingt Tränke. So, erstmal wieder schön aufheilen hier und dann mal gucken. Wachen retten, na sieh mal eine an. Folter beenden, na sieh mal eine an. Ein Tag als Wächter mal abgeschlossen. Zack. Problem im Turmviertel, haben wir abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Wachen retten nehmen wir natürlich auch mit. 5 gefangene Wachen. Folter beenden. Töten Sie 25 Orks beim Anstieg zum Waukenweg. Waukienweg. Ja, das mache ich gerne, aber ich bräuchte wirklich Heiltränke. Ach so, habe ich bei dem noch irgendwas abgeschlossen? Ja, haben wir abgeschlossen. Zack, Quest abschließen. Quest abgeschlossen! Was ist eure Beute? Ich bin auf der Suche nach Vielpfeilinsignien, die die Orks im Turmviertel an sich tragen. Bringt sie mir und ich werde euch im Tausch dafür etwas aus meinem Laden geben. Ja, gib mal her. Schatzbeutel der Vielpfeile. Siegel des Löwen. Sammelt diese kostbaren Siegel und tauscht sie bei einem Sammler gegen besondere Ausrüstung ein. Schatzbeutel der Vielpfeile. Vierpfeile. Vampirpfeile. Whatever. Naja, dann will ich mich nochmal auf den Weg machen. Da sind ja unsere beiden Freunde wieder. Hausierersteig, eine schlechte Wahl für Einkäufe. Wir sollen die ja nicht hier platt machen. Wo war denn der andere Weg? War der ja hinten irgendwo? Ja, hier möchte ich aber auch wirklich nichts verkaufen. Hausierersteig ist hier eine ungünstige Wahl, glaube ich. Ah, sieh mal eine an. Komm, Zähnchen, wir wollen hier mal gucken, dass wir ein bisschen Ordnung reinbringen, diesen Lümmelladen. Was sind das nur für Verhältnisse in ihrem Leben? So, und... Vielen Dank. 50 Orks besiegt, Orktöter. Na, sieh mal eine an, das geht auch schnell hier einfach. Oh, 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 Geld, 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 Geld. So, hier ist der Aufstieg zum Waukienweg. Hier sollen wir ein bisschen... Diese Brut, diese erdegrüne Brut sollen wir hier eindämmen. Oh. Vielen lieben Dank. Ich bin in eurer Schuld, Magier. Und ich bin nicht gern in der Schuld eines Magiers. Nun gut. Was? Da
Das klappt doch super! Jetzt befreien wir den armen Lümmel mal! Schöne Freunde macht er sich hier. So, dann befreien wir den auch mal. Einen Heiltrank haben wir auch wieder. Ach, jetzt läuft er schon wieder voraus. Was? Magier, die vorauslaufen, ne? Das ist immer so eine Sache. Aber andererseits hier... Ach, jetzt befreit er ja auch die Wachen. Och, wir haben den ähnlichen Auftrag. So. Ich bin hier leider noch drauf angewiesen. Ach, Mensch. So. Den zimmern wir auch zurecht. Und da braucht jemand meine Hilfe. So. Da ist noch irgendwas hinter. Ach so. Haben wir alles? Na, das war doch klar. Ich brauche unbedingt Heiltränke, wenn ich hier weiter auf Solotouren gehen will. Dann ist das unabdingbar. Aber hey, mein XP-Balken scheint ja nach vorne zu steigen. Wie ein Wilder. So, das werdet ihr büßen. Neue Freischaltung. Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Das müssen wir später machen mit U. Nein, 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 nein. Alter, ich bin eigentlich tot. Ziel erfüllt. Juhu. So, oh, Geld. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir wieder heim? Runterspringen geht hier auch nicht. Den Weg zurück können wir auch nicht mehr gehen. Da unten, oh, da kommt schon die nächste Patrouille. Da respawnen hier schon die ersten. Ach, Mist. Ah, ich bin tot. Kann ich hier nicht ein Lagerfeuer machen? Ach, ich habe ja noch Heiltränke. Naja, dann ist das natürlich was anderes. So, da sieht die Welt schon wieder anders aus. Das nehmen wir auch mal mit. So, die befreie ich mal nicht, weil wir haben das ja schon und er braucht das wahrscheinlich für so eine Quest. Die Frage ist nur, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Am besten folge ich mal dem Weg. Natürlich. Nein, ach du Scheiße.
Was ist denn hier los? Ich wollte doch nur spazieren gehen! Jetzt glaubt mir das doch endlich! Scheiße! Sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, habe ich gesagt. Wird schon klappen, habe ich gesagt. Was? Zähnchen, nein! Naja. So, um Hilfe rufen, erlösen, Schriftrollen des Lebens, kaufen. Ach, wie geil! So. Wollen wir gerade mal... Oh, ein kleiner Heiltrank. Juhu, ich freue mich. Dann haben wir das ja auch mal mitgenommen. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass wir so als zweihänderischer Zwerg sind nicht wirklich, ich sag mal, stark. Wir sind zwar ein Krieger und wir sind ein Zwerg und wir sollten ja eigentlich mega mächtig sein, also zumindest für zwergische Verhältnisse. Aber ich habe das Gefühl, dass ich doch relativ luschig bin gegen alles andere, was hier an Klassen rumläuft. Ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen unbalanced ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein mächtiger, also dass ein stolzer Zwerg mit einem riesigen zweihändischen Schwert gegen alle anderen Klassen so ablosen sollte. Ich sehe halt, dass die alle viel mehr Damage machen. Trotz Strategie und alles, was man so ausbaldowern kann. Ich brauche Heiltränke. So oder so. Ich will natürlich nicht jammern. Wachen retten abgeschlossen. Quest abgeschlossen! Quest abgeschlossen, Stufe 11! Zerstörte Barrikaden! Gut, Feldwebel, ihr habt euren Wert unter Beweis gestellt. Eure nächste Aufgabe wird weniger glorreich sein, aber nichtsdestotrotz notwendig. Als wir uns aus dem Als wir uns aus dem Hausiererstieg zurückgezogen haben, wurden um die drei Ausgänge dieses Gebietes Barrikaden errichtet. Leider sind die Orks vorgerückt und diese drei Befestigungen befinden sich nun hinter den feindlichen Linien. Damit unser Plan im Hausiererstieg gelingen kann, müssen wir den Zustand dieser Anlagen Bescheid wissen. Müssen wir über den Zustand dieser Anlagen Bescheid wissen. Ich möchte, dass ihr euch zu den Eingängen des Hausiererstiegs begebt und jeweils die Reste dieser Barrikaden in Augenschein nehmt. Erstattet danach Hauptmann Jan Ross beim Posten im Osten Bericht. Verlorene Nachricht. Zwischen dem gefallenen Turm und auf dem Lager der Wache zu verkehren, war sehr gefährlich, bevor es uns gelang, die Straße zu sichern. Kuriere mussten den gefährlichen Weg entlang des Hausiererstegs nehmen. Oft gingen Kuriere verloren und ihre wertvollen Nachrichten mit ihnen. Sucht auf dem Hausierersteg nach einer Kuriertasche und überbringt die in ihr enthaltene Nachricht an Hauptmann Jan Ross im Lager der Neverwinterwache. Sie haben neue Freischaltung erhalten, mal wieder. Schauen wir mal. Neue Klassenkraft. Unaufhaltsam. Wo ist sie denn? Unaufhaltsam? Klassenkraft? Kräfte? Verfügbar. Sicherer Schlag, Zerstörer, grausamer Schinder, großer Sprang, Genesungsschlag, Stahler wieder Hieb. Wo ist denn hier unaufhaltsam? Unaufhaltsam? Ich muss diesen Sprung auch mal öfter einsetzen, fällt mir gerade ein. Mit Astraldiamanten können sie ihre Talentenpunkte neu verteilen. Das will ich ja gar nicht. Sprint, fester Magen, bleib standhaft. Gewerbekunde, wo ist denn unaufhaltsam? Schlagwirbel. So, wie viele Punkte habe ich noch? Zwei habe ich noch verfügbar. Sicherer Schlag. Jetzt kann ich auch diese Dinger machen, ne? Die Dreier. Genesungsschlag, lalalala. Freischalten mit 20 Punkten. Okay, wir haben 10. Aufwerten auf Rang 3 geht also noch nicht. Den großen Sprung mit R, den setze ich immer irgendwie nicht ein. Schaden plus 10%. Verfügbar bei 10 Punkten. Stahllawine. Nach einem Sprung in die Höhe landet ihr mit solch erdrückender Kraft, dass eure Feinde zu Boden geworfen werden. Hieb. Durch einen kräftigen Schlag auf den Boden erbebt dieser so sehr, dass Feinde verlangsamt werden und ihnen Schaden zugefügt wird. So ein paar Übersetzungsfehler drin hier und da. Entschlossenheit. Tap.
ab 50% Entschlossenheit einsetzbar. Mit unerbittlicher Entschlossenheit werden jegliche Kontrollwirkungen aufgehoben. Ihr bereitet euch auf die nächste Herausforderung vor. Solange aktiv seid ihr immun gegen Kontrollwirkungen. Eure frei verfügbaren Angriffe erfolgen wesentlich schneller, wenn auch etwas schwächer und abhängig von der Menge der Entschlossenheit beim Aktivieren. Widersteht ihr 25% bis 50%. Das hätten wir gerade brauchen können mit der Tab-Taste. Das muss man richtig lernen hier, dass man dauernd die richtigen Tasten drückt und so weiter. Das wird ein richtiges Keyboard-Ballett wird das. So, aufwerten auf Rang 1. Stahllawine. Muss ich mir wahrscheinlich unten irgendwo reinziehen. Schlagwirbel. Ich mach vorher nochmal Sprung und sowas. Das ist unaufhaltsam auf Tab. Und wir können die Stahllawine gleich noch aufwerten. Plus 10 und liegen plus 0,25 Sekunden. Oder ich werte erstmal den großen Sprung auf. Ihr springt zum Zielort und schädigt Ziel im Umkreis des Aufschlags. 403 bis 481 Schaden. Ja, dann mache ich die Stahllawine natürlich. Und die mache ich dann auch statt des Sprungs. Hallo? Ablegen hier nicht möglich. Na, ist ein Traum. Nicht in der Kraftleiste. Ja, das würde ich ja gerne... Ich werte das erstmal auf. Ah, das ist hier. Ah. Ach so. Ah, ja, verstehe. Stahllawine, da macht den Sprung in die Höhe. Okay. Das heißt, ich muss öfter mal auf die 1 drücken. Da habe ich jetzt dann vorher das andere Ding gehabt. Ist das hier überhaupt ein Talentbaum? Nein. Neue Kräfte sind erledigt. Attribut verbessern. Was haben wir denn da? Attributwerte erhöhen. Verfügbar mal 2. Stärke, Konsti oder Geschick? Geschick gibt an, wie gut Hand-Augen-Koordination, Agilität, Reflex und Gleichgewicht sind. Konstitution, intensiv Gesundheit, Ausdauer und Lebenskraft des Charakters. Stärke macht Damage. Das erste Attribut, ich mach mal auf Zack und auf Ding jetzt auf Gesundheit natürlich auch. Annehmen, ja. Das möchte ich gerne. Neue Talente. Hui. Das geht ja richtig los hier. Mann. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht gelebt. 2 heroische Talente können wir noch ausrüsten. Unaufhaltsame Aktionen. 15 Aktionspunkte Bonus auf zugefügtem Schaden, wenn unaufhaltsam. Server not responding. 9 Sekunden. 11 Sekunden. 12 Sekunden. Ich... F2. Disconnected. Geil. Scheiße. Ich hoffe... Ja, nee, da mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Sonst müsste ich jetzt noch meine E-Mail hier eintippen. Das mache ich doch nicht. Entschuldigung. Nee, da mache ich jetzt generell mal eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn es heißt Neverwinter. Die Frage ist nur, haben wir dann die Talente verteilt? Und was werde ich dann tun? Man weiß es nicht genau. Ich lasse mich überraschen. Bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen in unserem kleinen MMO-Projekt nebenher.